Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars: The Old Republic Jedi Schatten. In der letzten Folge waren wir hier in Wirs Heiligen Pfad. Jetzt gehen wir zu den Ruinen von Weisheit. Oder was auch immer. Porten uns aber erstmal hier hin. Wir können einen neuen Punkt hier vergeben. Danke, dass das Fenster auch wegkraut. Gucken wir mal hier. Hilfe hier von Betäubung durch ihn. Reinig. Belastbarkeit, was bringt mir die? Das hört sich nice an. Das nehmen wir mal. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Markiert. Geh zum Pilger. Geh zur Pilgermarkierung. Kriegen wir sogar drei Medifex-Spezialisten und diesmal sogar auch wieder einen Fokus oder ein Schild. Ach, hier ist ja der Außenpost-Chip, der ist ja auf Import-Rep-Seite gleich. Hier ist auch wieder ein Teil von der... einem Dings. Vom Handlungsbogen. Den wir ja nicht machen werden, weil ihr den ja schon kennt. Ich weiß nicht, hatte ich den hier auch noch gespielt? Hoffe, hatte ich den eigentlich auf der Rep-Seite auch gespielt hier? Oder hatte ich da aufgehört? Ich weiß es gar nicht mehr, hatte ich den mal beim Schmuggler auch gespielt? Egal. Mit dem werde ich auf jeden Fall ja nicht spielen. Mit dem machen wir nur die Story. ...46 sind wir auch schon. Mal gucken, 327.800 brauchen wir für 47. Ich weiß nicht, ob ich mal morgen noch ein bisschen leveln muss. Oder heute, oder was weiß ich wann. Schreiende Heilung. Rein da. Oh. Sieht ja genauso aus wie auf Typhon. Jetzt erstmal langsam. Oh, das ist ja genau der gleiche Aufbau wie auf Typhon. Oh, nur, dass es hier ein bisschen runter geht. Wow. Das sieht wirklich ganz genau gleich aus. Wow. Star Wars, ihr seid ja wieder sehr kreativ. Außer, dass das hier kein Gang ist. Star Wars, ihr seid so kreativ. Das ist die Markierung. Was auch immer dieser Trümmerhaufen einmal war. Jetzt aber, das geht ja so schnell. Aber es ist zerbrochen. Ein guter Anfang. Seid ihr sicher? Es tut mir leid, Gaiden Co. Vielleicht lässt es sich reparieren. Fremde missverstehen. Ein Grundstück. Das ganze Gebäude ist die Markierung. Die Ruinen wurden von Li Shina und seiner Familie gebaut. Ein Symbol. Mystiker werden von allen unterstützt. Irgendetwas stimmt nicht. Dummer Junge, ruinierst mir einen perfekten Hieb. Aber egal. Dieser Kratzer wird dich noch früh genug erledigen. Lass ihn in Ruhe. Wer seid ihr? Ich sorge dafür, dass ihr zuerst sterbt. Finger weg von Gaiden Co. Oder ihr kriegt es mit mir zu tun. Vorhersehbare Arroganz. In Voska ging das Gerücht von einem Jedi um, der dumm genug wäre, einen jungen Mystiker aus der Stadt zu eskortieren. Und wenn sie hören, dass der Junge in eurer Obhut gestorben ist, werden die Vos die Republik mit anderen Augen sehen. Das lasse ich nicht zu. Bleibt ruhig, Ganko. Ihr habt noch nicht gewonnen. Gaiden Co. ist noch am Leben. Er kann seinen Leuten alles über euren kleinen Plan verraten. Der Junge ist so gut wie tot. Die Untersuchungen werden zeigen, dass das Gift auf dieser Klinge
eine exotische Mischung der Republik war. Schon der erste Tropfen führt zum Tod. Das Schicksal der Voss ist es, sich dem Imperium anzuschließen. Und ihr habt dies möglich gemacht. Denkt daran, wenn ihr sterbt. Denk du daran, wenn du stirbst. Todesfeld. Scheiße, ich hab ja nicht genug Wacht hier. Ihr kämpft bewundernswert für einen Jedi. Aber nicht einmal die Voss können eure Republik retten. Beruhigt euch. Lebt wohl. Sterbt endlich. Die Dunkelheit naht. Hoffentlich seid ihr vorbereitet. Nein, ich kann nicht besiegt werden. Ich... Meine Wunde. So kalt. So heiß. Sitzt bitte still. Ich fürchte, ich kann euch nicht heilen. Du bist davon berichten. Ich bin diesem Gift noch nie zuvor begegnet. Der Schrein. Bringt mich zum Schrein der Heilung. Ihr dürft nicht sterben. Jedi. Könnt ihr denn nichts tun? Die Heiler des Schreins. Bitte stellt fest, ob es sicher ist. Dann ruft mich und wir können gehen. Gehe zum Schrein der Heilung. Nein, fuck, das war die falsche Taste. Toll, hast du es wieder super gemacht. Ich wollte hier draufklicken. Ich finde aber doof, dass es hier wieder genau gleich aussieht wie auf Typhon. Nur andere Gegner. Das ärgert mich dabei, wenn in dem Spiel immer alles so gleich aussieht. Dann sollen die... Ich meine, die Mühe machen, mal verschiedene Sachen zu entwickeln. Und nicht immer das gleiche. So, wir sollen hier in den Schrein der Heilung. Direkt am Eingang ist unser Ziel. Jetzt habe ich vorhin schon gezeigt. Scheiß Husten, ich hasse dich. Warum immer dann, wenn man aufnimmt? Wer ist den Kackkran Dolchstern? Was für ein Name, Alter. Schrein der Heilung. Fremdling, ihr seid nicht Gaiden Co. Was ist passiert? Bitte halt ihn einfach. Ihr kennt euch. Zwei imperiales Komplott. Das spielt keine Rolle. Er braucht medizinische Versorgung. Kommt, Gaiden Co. Zu den Heilern. Dieser Schrein ist nicht für euch. Aber er braucht Schutz. Keine Ausnahmen für Jedi. Ich brauche eure Erlaubnis nicht. Ich sollte bei Gaiden Co. bleiben. Vielleicht gibt es noch einen Anschlag auf sein Leben. Der Schrein wird bewacht. Die Prüfungen beschützen die oberen Ebenen. Sie sind für Mystiker. Diese Prüfungen. Ich bin bereit für einen Versuch. Ich habe die Jedi-Prüfung überlebt. Ich respektiere eure Traditionen. Aber ich muss hinein. Nur die, die unsere Sitten respektieren, können zu den Prüfungen antreten. Suva Ruck beim Pilgerlager kann es erklären. Ich werde Gaiden Co. informieren, falls ihr sterbt. Mystiker Anwärter. Perfekt. Ich bin Gaiden Co. Ach, hier ist ja auch noch so eine scheiß Quest. Ach, die gibt's ja auch auf Republikseite? Kack-Quest hier. Wo müssen wir hin? Ah, oh, natürlich wieder so weit jetzt durch hier. Langsam. Wieder doof, dass man hier keinen Gleiter nutzen kann. Okay, das Gespräch, das müssen wir später auch irgendwann mal machen. Keine Ahnung, wird nicht heute, wird nicht morgen sein. Also wird nicht jetzt, oder wird nicht diese Folge, wird nicht nächste Folge sein, wahrscheinlich. Werde ich mal schauen, wann ich die fetten Gespräche wieder reinkriege. Vielleicht werde ich auch nach dem Let's Play noch eine Sonderfolge machen, wo ich dann auch hier die ganzen Gespräche zeige. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht noch eine Gefährtenquest gibt, das weiß ich mal alles nicht. Jedi-Botschafter-Phase. Alles ist gut.
Ich bin Orin Vaar. Ashamu. Gaydon Kor ist unser Patient. Ihr habt schnell reagiert, aber das Gift frisst ihn auf. Wir benötigen jemanden mit großer geistiger oder physischer Stärke, um ihn von dem Gift zu befreien. Wie soll das aussehen? Ich will helfen. Ich lasse mich da nicht mit reinziehen. Lasst mich wissen, wenn ich irgendetwas für Gaydon Kor tun kann. Wir brauchen euch. Mit dem Leben eines anderen retten wir seines. Schmerzvoll, aber nicht zwangsläufig tödlich. Ihr scheint würdig zu sein. Würdet ihr euer Leben riskieren, um einen Voss zu retten? Ich werde es tun. Nur hier ist eine Wahl. Warum tut ihr es nicht? Warum tut ihr es nicht? In Ordnung. Hoffentlich weiß er das zu würdigen. Gaydon Kor wird immer schwächer. Macht euch bereit. Wir fangen an. Schmerz zehrt von Schmerz, Jedi. Was sehe ich? Droht mir nicht. Gaydon Kor? Womit genau habe ich es zu tun? Ich gehöre zu Gaydon Kor. Ich bin der Teil Gaydon Kors, der leidet und geheilt werden muss. Schmerz zehrt von Schmerz. Ihr habt diese Erfahrung im Kampf gegen das Imperium gemacht. Also, wie begegnet man dem Tyrannen? Oder dem Skalpell? Können wir verhandeln? Wir bleiben hart. Indem man sich wehrt. Der Schmerz hört erst auf, wenn wir gegen ihn ankämpfen. Und so den Zorn des Tyrannen schüren? Wenn einem das Skalpell entgleitet? Euer Verständnis ist getrübt. Ich kann diesen Austausch nicht einfacher für euch machen. Die Behandlung ist abgeschlossen. Gaydon Kor wird sich jetzt erholen. Beeindruckend. Gaydon Kor ist stärker geworden. Hier, für eure Genesung. Ihr könnt uns verlassen, wann ihr wollt. Alles Gute. Ich habe mich weiterentwickelt. Die Waffe meines Angreifers. Ein anderer Jedi. Ein Sith, kein Jedi. Ein Jedi würde euch nicht verletzen. Vielleicht bin ich mit ihm. Mein Orden folgt einem friedlichen Pfad. Aber die Sith, wie auch euer Angreifer, wollen anderen nur Leid zufügen. Sein Tod war... So, Leute, ich hatte gerade ein ganz kleines Problem. Und zwar war einfach mal die scheiß Festplatte fast voll. Komischerweise war zwar noch 80 GB frei, aber Flaps hat einfach mal die Aufnahme abgebrochen. Und deswegen fehlt jetzt hier das Ende vom Gespräch. Ich kann das aber leider nicht wiederholen, da die Quest jetzt abgeschlossen ist und ich das leider hier nicht mehr rückgängig machen kann. Deswegen habt ihr jetzt das Ende vom Gespräch nicht mehr gesehen, da war aber auch nicht mehr wirklich viel. Jetzt nehmen wir uns erstmal den Fokus mit. Und so viel aufnehmen geht hier heute nicht mehr. Ach, scheiße, was ist wieder auf dem Sack hier? Und die Zahl von Flaps hier unten war die ganze Zeit rot, also der hat mir ja auch nichts gezeigt oder so. Erst als ich jetzt hier weggeswitcht habe zum Bildschirm, beziehungsweise er hat einfach automatisch hier weggeswitcht zum Bildschirm, da stand da Flaps Error. Not enough space. Also das war mal wieder richtig ekelhaft. Aber ich frage mich ekelhaft, wieso er, wenn er 80 GB noch frei hat, nicht mehr weiter aufnimmt. Aber so ist es eben. Die Taxi-Plattformen sind geöffnet. Mal schauen, ob wir Voss heute noch fertig kriegen. 17:03 haben wir es erst. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch das Gebiet. Wir machen jetzt hier noch die Folge zu Ende und dann werde ich erstmal eine Pause einlegen. Morgen weitermachen. Da werde ich vielleicht noch ein bisschen hinterher leveln. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Das wäre bisher auch noch nicht passiert, dass ernsthaft bei der Speicher hier voll war. Ich meine, ich habe eine Terabyte-Platte und davon habe ich 600 GB ungefähr frei für Aufnahmen. Und die sind ernsthaft schon voll, also Flapsheft frisst sowas von viel Speicher.
Das heißt, ich muss das Ganze nachher wieder rendern und alles Mögliche machen. Machen wir jetzt hier noch für 5 Minuten zu Ende auf. 5 Minuten haben wir jetzt noch Zeit. Und dann wende ich das jetzt auch erstmal hier. Mache ich erstmal eine Pause, level noch ein bisschen hinterher. Nutze also mal die Zeit, nutze also noch die Chance hier, um noch ein bisschen hinterher zu leveln. So, irgendwas, nee, ist bloß ein toter Typ. Ich bin 46, ne? Da wird hier der niedrigste von allen. Machen wir jetzt hier noch die drei Dinger, dann ist die Folge vorbei. Zeichen und Symbole. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie lange Boss überhaupt dauert. Also auf er als Jedi Botschafter. Was haben wir hier überhaupt? Machtentzug für 15 Minuten noch. Deine Verbindung zur Macht wurde erheblich geschwächt. Oh, ist natürlich nicht gut. Das ist alles andere als gut. Und hier gibt es nämlich irgendwo so einen Stein. Irgendwo da hinten war der. Wenn man den anklickt, da kommt einfach mal so ein Weltboss da raus. Also da müsst ihr aufpassen, weil manche denken dann, dass es ein Wissensobjekt hat. Da bin ich sogar drauf reingefallen. Ob das jetzt ein Spaß von den Entwicklern ist oder ob das jetzt hier, was ich was ist. Das weiß ich jetzt nicht. Es könnte sein, dass es jetzt aber ein Spaß für den Entwicklern ist. Nein, zu spät gedrückt. Weil ich gerade die Nase kratzen wollte. Ich mach mal das Teil her, dann hau ich ab. Hey, ich hau schon ab, Leute, ich hau schon ab. Keine Sorge. Ich hau schon ab. Bei seinen scheiß Zäune hier. Oder Mauern oder was weiß ich, wie man das nennt. Das kann ich nicht selbst heilen. Und versuch's. Komm ich da hoch? Natürlich nicht, ne? Scheiße. Du musst rumrennen hier. Du kannst es doch selbst heilen. Guck doch selber hier. Siehst du doch, wie du das selbst heilen kannst. Was ist denn das scheiß Teil jetzt? Ach, da hinten. Alles ist gut. Schnell, bevor er mich sieht. Komm, schnell, schnell, schnell. Schon okay. Jetzt zieh die Reliefstücke in die Mauer ein. Welche Mauer? Ist ja irgendwo drinne hier. Ja, irgendwo wieder am Arsch der Welt. Die Gormak-Kanone. Zwei Minuten haben wir noch für die Folge. Machen wir das jetzt noch? Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Das ist das Problem. Wenn ich weiß, wie lange eine Scheiße hier dauert. Komm, machen wir einfach mal so weit, wie wir kommen. Ich meine, ich habe jetzt auch 200 GB freigemacht, aber mehr kann ich echt nicht freimachen. Also, wenn es jetzt voll wird, dann haben wir ein Problem. Dann habe ich ein richtig großes Problem, weil mehr kriege ich einfach nicht frei. Das geht nicht. Nein, falsche Taste. Schon wieder falsche Taste, aber egal, ich habe es trotzdem irgendwie geschafft. Auf die Gegner habe ich jetzt überhaupt keinen Bock jetzt. Ich zweifle auch, dass es hier eine Bonusquest geben wird, weil das ist ja hier ein, ich sag jetzt mal, ein öffentlicher Bereich. Okay, da lang. Hier ist Soldatphase. Hier haben wir hier die Botschafterphase. Was war das? What the fuck? Die ist jetzt ja eine Debuff. Gibt's hier eine Bonus oder sowas? Das lohnt sich jetzt zu besiegen? Stimmt nicht, nee, gibt's auch nicht. Können wir das Ganze ja gleich knicken. Und dann können wir das bei den Gegnern besiegen hier schon mal lassen.
Wie doof, keine schöne Gratiserfahrung. So, geh mal rein da. Das schaffen wir jetzt noch, konform, jetzt noch schnell. Jetzt? Ich meditiere über das Bild. Für ein Zeichen, das mich leitet. Alle Splitter sind eins. Das Muster ist keine Vision. Kein Zeichen. Falsch. Habt Geduld. Möglicherweise ist das Bild fehlerhaft. Nein, es ist ermüdend. Einsichten kommen zu ihrer Zeit. Nicht, wenn es euch genehm ist. Ich habe gewartet. Ein Unterschlupf. Wir. Gaydon Cole? Ohne Eskorte? Willkommen. Habt ihr nach ihm gesucht? Ihr habt eine Eskorte. Mich. Es tut gut, ein freundliches Gesicht zu sehen. Jenna Say, Captain. Ross-Kommandos. Unsere Mission in Gefahr. Wir mussten uns zurückziehen. Gaydon Cole, eure Intuition würde helfen. Nein. Ich warte auf ein Zeichen. Sie könnten das Zeichen sein. Wichtiger helfen anderen, richtig? Ihr habt genug gewartet. Es gibt keine Zufälle. Ihr wolltet ein Zeichen und diese Kommandos sind erschienen. Ihr versteht das nicht. Ich höre. Vorerst. Mein Zeichen wartet. Die Gormax bauen ein Kristallvorkommen ab. Kristalle für die Mystiker. Die Gormax benutzen diese Kristalle. Zähmen Bestien. Verbessern sie für den Krieg. Das muss aufhören. Ihr meint Lichtschwerkristalle? Verbessern klingt unheilvoll. Dann haltet sie auf. Eine einfache Aufgabe für Voss-Kommandos. Die Kristalle müssen zurückerobert werden. Die Gormax haben eine Armee. Wir brauchen Hilfe. Gormax jagen. Angemessene Verwendung für meine Intuition. Wir können Gormax-Patrouillen aufhalten. Ihre Abbauarbeiten bleiben. Ich habe wenige Männer. Ihr seid fähig. Ein Jedi würden sie nicht erwarten. Fähig, ja, aber nicht lebensmüde. Bezahlt mich für Kristall. Die Gormax sind auf Voss-Kommandos vorbereitet, nicht auf einen Jedi-Meister. Wir und Gaydon Cole werden die meisten Gormax ablenken. Die Minen werden von weiteren bewacht. Tut es, bitte. Wir werden euch hier treffen. Zerstöre die Minenausrüstung, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Und die wird erst morgen sein. Denn, ja, wie schon gesagt, scheiß Festplatte ist ja wieder voll. Deswegen würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ich werde den Charakter noch etwas hochleveln. Bis bald und ciao.